Innerhalb weniger Stunden verwandelten Schnee, Schneeregen und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt weite Teile Deutschlands in eine winterliche Märchenlandschaft. Das Winterwetter, welches vor allem bei den Kindern leuchtende Augen verursachte, sorgte bei den Feuerwehrmännern nur für eins: viel, viel Arbeit. Und das seit den frühen Morgenstunden. Bei mehr als 60 Einsätzen allein im Landkreis Unterallgäu war es die Hauptaufgabe der Feuerwehr, die Straßen von umgestürzten Bäumen oder Ästen zu befreien. So wie hier auf einer Ortsverbindungsstraße bei Mindelheim sah es überall im Unterallgäu aus. Größere und kleinere Bäume behinderten die Weiterfahrt von Winterdienst, Pkw und Lkw. Die zahlreichen Blätter in Verbindung mit schwerem, feuchtem Schnee sorgten dann dafür, dass die Bäume aufgrund der Schneelast nachgaben und abbrachen. Vor allem, wenn man sich noch an das letzte Wochenende erinnern kann, wo die Temperaturen bei ca. 20 Grad zu einem angenehmen Aufenthalt im Freien einluden, wird sich heute der eine oder andere gedacht haben, er sei in einer völlig verkehrten Welt. Kalter, winterlicher Wind blies um die Nase und die ganze Stadt sah aus, wie ob bereits seit 2 Wochen tiefster Winter im Unterallgäu herrscht. Nicht mal die Bewacher der Mindelburg, die zahlreichen Krähen, waren mit dem Wetter einverstanden. Sie flogen verdrossen durch die Gegend und suchten nach Essbarem. Für Frust sorgten an diesem Wochenende jedoch nicht die Vielzahl an Einsätzen, sondern vor allem jene Art von Einsätzen, wo auch die Verkehrsteilnehmer ohne weiteres und ohne Eigengefährdung auch selbst hätten Hand anlegen können. So wurden beispielsweise komplette Orte durch die Sirene alarmiert, um dann 3 kleinere Äste von der Fahrbahn zu beseitigen. Doch es gab an diesem Wochenende auch positive Beispiele. So warnte eine Vielzahl an Verkehrsteilnehmern den nachfolgenden Verkehr mit Warnblinker und Warndreieck vor der Gefahr auf der Straße. Nach bisherigem Stand sieht es so aus, als ob der Wintereinbruch bis auf die Vielzahl von Feuerwehreinsätzen aufgrund der Bäume und des schweren Schnees für die meisten Verkehrsteilnehmer ohne größere Folgen geblieben ist. Die Polizei meldete bis zum Mittag keine größeren Vorkommnisse, keine schweren Verkehrsunfälle und keine verletzten Personen. Wir hoffen, dass es so bleibt und wünschen den Feuerwehrkameraden einen entspannten und hoffentlich einsatzfreien Sonntagabend.